Ja, jetzt habt ihr gerade Johannes in seinem M4 gesehen. Das sah extrem gut aus. Elias hatte die Hoffnung, dass es nur ein Schlauch war, der abgesprungen ist, beziehungsweise eine Spange von so einem Schnellverschluss. Ja, aber das klang eben gerade so, als wenn wieder kein Ladedruck da war. Weil Drift war das auf jeden Fall nicht. Aber ist auf jeden Fall geil, das mal von außen zu sehen. Ist von außen immer noch mal ganz was anderes als von innen. Aber man hört alleine schon an dem Reifengeräusch, dass es halt wirklich auf da wird noch weiter getestet. Aber jetzt hat sich gerade im Stand so angehört, als wenn er im Stand Druck aufbaut. Ah, da kommt er schon. Sind für mit ohne Auspuff, finde ich, sind die Dinger noch erstaunlich leise eigentlich, ne? Dafür, dass sie ja wirklich nur die Rohre hinten oben raus haben. So, jetzt drücken wir Elias die Daumen, dass jetzt hier ein Drift kommt. Ah, ist halt immer schade, wenn so ein Auto das ganze Jahr lang funktioniert und jetzt hier beim Show and Shine Wettbewerb, wo die Zuschauer was sehen wollen, es nicht funktioniert. Da ist scheinbar gerade irgendwo der Wurm drin. Da wird hardwaremäßig irgendwas nicht passen. Aber immerhin gutes Steuergerät, dass es das im Wettkampfeinsatz erkennt und den Rest der Technik schont. Aber jetzt sehe ich gerade, jetzt ist auf jeden Fall noch eine andere Drift-Angelegenheit gleich. Mal gucken. Oh, hier geht schon los. Alter, na. Sag ruhig was, man hört dich. Ja. Ein alter Opel. Leider meine Brille auflassen. Es ist so hell hier heute. Ja, das ist jetzt noch mal eine ganz andere Liga. Also ich glaube nicht, dass sie gleich langsamer sein werden. Das ist aber mehr, ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, mehr so die Hobbyliga. Also schon professionell. Aber halt ganz andere Autos. Da war ein alter Opel, Nissan. Einige Autos habe ich nicht mehr erkannt. Ein BMW, ein E46 war auch dabei. Bin gespannt. Habe auf jeden Fall ein paar V8 als Sauger rausgehört. Und auch was mit Turbo. Bin gespannt, was die so an Show abliefern. Auch ob die mehr oder weniger Qualm machen. Weil die Autos werden jetzt mehr auf Show gebaut sein. Das heißt nicht auf maximale Traktion hinten, sondern mehr auf geil Driften. Könnte ich mir sogar glatt vorstellen, dass die mehr Qualm werden. Weil ein guter Reifen qualmt meistens nicht so krass. Also ich nehme alles zurück. Die sind definitiv alles andere als langsam. Sah gefühlt sogar noch schneller aus, fand ich. Also gerade so die ersten bzw. die letzten Autos, je nachdem welche Reihenfolge sie gefahren sind,
Sound brutal geil. Einfach so ein Turbomotor, der richtig im Futter steht, klingt einfach immer geil. Und ja, die sind schon richtig, richtig schnell, keine Frage. Also. Wenn man diese Motoren so in diesem Dauerbegrenzer hört mit Ladedruck, man wartet eigentlich nur drauf, dass so ein Ventil oder ein Pleuel halt rausfliegt, ne? Aber die Motoren können das echt krass. Vor allem Runde für Runde, nicht mal nur so eine Kurve, sondern die Jungs fahren ja wirklich 3-4 Mal hin und her. Ist am Freitag hier bei der DTM. Es ist noch relativ wenig los. Das heißt, wir können jetzt tatsächlich mal ein bisschen hier durch die Boxengasse laufen. Und das Erste, was ich schon immer machen wollte. Ja, ich glaube, die Dinger kennt einfach jeder, ne? Vom Radwechsel aus dem Fernsehen. Razzo fazzo. Geht das hier. Ja, DTM. Ich ehrlich gesagt relativ wenig Ahnung von. Genau deswegen gucken wir gleich mal bei Abt. Ob wir da nicht irgendeinen passenden Techniker finden, der uns einfach mal so ein bisschen das Auto erklärt. Aber auf jeden Fall schon mal geil, auf so einer Strecke einfach so in der Boxengasse mal zu stehen. So, hier kommen wir auf jeden Fall optisch zu meinen Favoriten, die Ferraris. Ist für mich optisch einfach immer gleich ganz anderes. Weiß nicht. Sehen einfach brutaler aus. Ja, hier wird nochmal schnell Spurensturz vermessen. Junge, was das für eine Bremsscheibe ist. Ne? Hier sind bestimmt so dicke Bremsklötze drauf. Das ist echt brutal. Da sieht man mal, was da scheinbar an Material während so einem Rennen runtergeht. Die sind wirklich, ja, die sind 20, 25 mm dick. Ja, ich denke mal, dass die Autos werden hier jetzt garantiert einmal komplett wieder durchgecheckt für morgen. Das heißt, alles, was verschleißt, ist neu. Wahrscheinlich nochmal vermessen und dann geht's auch weiter. Ja, das ist übrigens mal ein Diffusor. Kriegen wir den Bus mit, dass wir gleich für Marius Golf mitnehmen? Aber fass mal an, wie massiv das ist. Krass. Damit er halt eine gewisse Wirkung haben muss, muss er halt auch stabil sein, weil sonst kann halt das Auto auch gar nicht runterziehen. Ne? Und das ist ja wirklich massive Sache hier. Ja, da werden echt die Autos abends vor dem Rennen einmal komplett zerlegt und nochmal komplett sauber gemacht. So, jetzt können wir mal ein bisschen Spionage betreiben hier für den Abarth. Also was auf jeden Fall schon mal krass ist, ist die Bremsbelüftung. Ich würde sagen, das sind zweimal 100 mm. Einmal vor der Scheibe und einmal hinter der Scheibe. Beides geht in einen Riesenkanal von vorne. Also das ist halt wirklich krass. Wenn man diese Wärme aus der Scheibe rauskriegen will, dann geht das halt wirklich nur mit 2x 100 mm. Ja, Wahnsinn. So, jetzt reizt mich mal eine Sache. Ich muss leider mal so eine DTM-Tür hochheben und mal gucken, wie schwer die ist. Boah. Also ich würde sagen, komplett so wie sie liegt, 5 Kilo. Und ich kann euch eins sagen, die wird garantiert richtig stabil sein in Sachen Aufprallschutz und so weiter. Komplett originale Scheinwerfer. Ist noch alles dran mit Xenon-Steuergerät und volles Programm. Also die gehen noch. Ah, und hier, der Teufel steckt im Detail. Gruß geht raus an Celeb. So, aber jetzt zieht euch mal das rein. Wenn ihr denkt, ich habe viele Sensoren verbaut, dann guckt mal hier rein. Alter, kein Plan, was das alles ist. Der MS6.4 ist auf jeden Fall ein Bosch Motorsport Steuergerät. Da unten haben wir auf jeden Fall das Bosch Motorsport ABS. Dann sieht aus wie ein altes Telefon. Das wird irgendwas mit Telemetrie sein, um die Daten während des Rennens hier rüber zu übermitteln. Boah, ja, und 1 Million Kabel, Schläuche und Instrumente. Ja, Wahnsinn. Ja, da steckt auf jeden Fall schon jede Menge Technik drin. So, ich darf tatsächlich im Auto von Van der Linde sitzen. Erstmal geil, man liegt hier so richtig drin. Ich könnte direkt einschlafen. Ist immer witzig. Also in diesen, je schneller die Autos werden, in Anführungsstrichen, je höher kommen die Beine und je mehr liegt man. Formel 1 hat man die Füße fast so ungefähr auf Kopfhöhe. Sonst witzig zu sehen, das ist alles noch Originalchassis. Ab hinten, wo auch die Tanks und so weiter sind, kommt dann scheinbar so ein Carbon-Anbau ran. Also berichtigt mich, wenn es in den Baujahren beim R8 schon original so ist, dass hinten Carbon kommt. Ich kenne es aber so, dass das eigentlich alles Blech ist. Ja, hier ist übrigens das ganze Kamerasystem drin. Ein paar Fahrer haben
für die Live-Übertragung Kamera. Ich habe schon nachgefragt, wiegt 7 Kilo. Aber man darf diese 7 Kilo aus den Gewichten darunter wieder rausnehmen. Weil hier ist es so, der Schnellste bekommt fürs nächste Rennen mal 25 Kilo Gewicht, damit die Autos möglichst nah beieinander sind. Und die darf man dann, wenn man eine Kamera hat, wieder rausnehmen. Und ich habe gerade noch erfahren, dass die Leute, wenn sie selber bei Twitch sind, die Fahrer, das auch direkt auf Twitch vom Auto aus filmen können. Echt? Ja. Das ist ja geil. Ich überlege, ob ich hier heimlich kurz einen Aufkleber noch irgendwo jetzt. Das morgen jetzt halt der Aufkleber im Bild ist. Ja, sonst auch so ein kleines Lenkrad, was auch witzig ist. Original hat dieses Auto ja eigentlich ein DSG-Getriebe. Das wurde ausgebaut zu einem Renngetriebe. Nebenan wird sogar gerade eins gewechselt. Das heißt, wir können oben hoch und runter schalten. Das sind sogar tatsächlich noch die Originalschaltwippen. Und hier unten haben wir die Kupplung. Das heißt, die haben die Kupplung an der Hand, wie es beim Kart auch war. Weil ein Pedal haben wir da unten nicht. Würde ich gerne mal eine Runde mitfahren jetzt. Weil irgendwie ist so ein Rennauto immer sicher, weißt du? Das kann man nicht vergleichen mit, wir fahren mit dem Arbeit los. Ja. So, wahrscheinlich, selbst wenn wir hier mit schnell fahren, fühlst du dich immer noch sicherer an als in den normalen Autos, ne? Weil es einfach alles so massiv zu und so weiter ist. Aber geil. Ja, das Abt, ich glaube, Abt hat 4 Autos hier und die werden alle gerade, alle vorbereitet. Ich habe übrigens einmal nachgefragt, die dicken Bremsbeläge gerade. Die halten so ungefähr 200 Kilometer. So, also nach 200 Kilometer sind sie nicht Schrott. Aber nach 200 Kilometern haben sie ungefähr die Hälfte verloren und kommen dann raus und werden dann quasi wieder für ein Qualifying benutzt. Das heißt, für die Rennen gibt es immer einen frischen Belag. Ja, und sonst gibt es hier nur noch ein paar Sachen zum Einstellen. Und das war's auch. So, jetzt muss ich nur irgendwie wieder rauskommen. Hört an den Autos einfach immer nicht auf mit technischen kleinen Geilheiten. Zieht euch mal diese Kupplung rein hier. Also das ist wirklich 1, 2, 3 Scheiben und vielleicht so 140 mm Durchmesser, damit es halt maximal klein ist. Und genauso, das hier ist auch Reglement, haben tatsächlich vor der Drosselklappe einen kleinen Restriktor, der genormt ist, was den Durchfluss in der Mitte angeht. Und hier haben wir auch nochmal, wo wir gerade drüber gesprochen haben, das Renngetriebe. Auch extrem klein, also wirklich klein, für ein 6-Gang-Getriebe. Aber halt irgendwie so ein typisches Getriebe, wie es aus dem Formelsport kommt. Geil, ist sogar immer noch ein bisschen Betriebstemperatur drin. Auch nicht schlecht. Naja, sind halt 6 Gänge. Und das war's. Für Reglement gibt vor der Veranstalter, in welcher Spezifikation das Auto betrieben wird, von Restriktorgröße über Gewicht, was das Auto fahren muss. Mhm. Und sonst können wir natürlich am ganzen Setup Einfluss nehmen. Wir können die aerodynamischen Werte verändern, heißt über die Fahrzeugeinstellungen, Frontreibheit, Hinterachsreibheit, mehr Reck ins Auto packen, heißt die Aerobalance nach vorne schieben, den Heckflügel verstellen, die Aerobalance wieder nach hinten ziehen. Wir können am Fahrwerk verschiedene Punkte einstellen, über Stabis, Federraten, Dämpfer, Spurstoff, heißt die ganzen Standardparameter am Fahrzeugsetup können wir hier verändern. Der V10 muss aber drin bleiben? Der muss drin bleiben. Der muss drin bleiben. Also das, was original drin ist, muss drin bleiben. Aber Getriebe dürfte er aber verändern? Getriebe dürfen wir auch nicht verändern. Das ist vom Fahrzeughersteller, also von Audi entwickelt. Ja. Und alle GT3, heißt alle R8 LMS, die weltweit laufen, müssen in dieser Spezifikation, wie sie homologiert sind, fahren. Ist das der gleiche Motor, wie auch in den R8 V10 Plus und so weiter läuft? Richtig, nur er ist für den Motorsport-Einsatz standfester gemacht. Okay. Und hat weniger Leistung als im Ferienauto. Heißt, um die Standfestigkeit für den Extrembetrieb sicherzustellen, haben wir hier ein bisschen weniger Leistung als im Serienfahrzeug. Und die Karosserie, ist das eine normale A8-Karosserie oder auch da anders? Weil ich kenne das gar nicht so mit dieser Carbon-Schottwand. Von der Basis ja, aber natürlich wird hier für Motorsport, für das Sicherheitskonzept vom Käfig, über die Carbon-Teile, über die Rückwand oder auch die speziell entwickelte Carbon-Sitzschale, ist natürlich ein Sicherheitskonzept, das man im Motorsport braucht und nicht auf der Straße Anwendung findet. Weil das ist ja alles original, ne? Das ist alles original, aber das, was wir hier sehen, die ganze Sitzschalen, das nicht mehr, ne, das Carbon-Teil, ist alles für den Motorsport. Und das dann auch nicht mehr? Genau. Und auch die ganzen Carbon-Teile sind natürlich vom Gewicht her anders als im Straßenserienauto. Was wiegt so ein Auto? Das Auto hätte, wenn wir jetzt kein Balance of Performance Gewicht und keinen Fahrerballast hätten, bei 1235 und jetzt fahren wir momentan bei 1335. Also wir fahren ca. 100 Kilo schwerer
also was das Auto könnte. Mhm. Mit Fahrer dann aber mit drin? Fahrer kommt on top. Kommt on top noch, okay. Ja. Das heißt, die 100 Kilo sind einmal mit Fahrer, die... Also im Endeffekt mit Fahrergewicht. Der Fahrer ist in der DTM, hat ein Standardgewicht, mhm, 84 Kilo. Das muss jeder Fahrer haben. Und wenn ich einen Fahrer mit 62 oder 65 oder 70 Kilo reinsetze, muss ich das über Ballast ausgleichen. Verstehe. Heißt, ich spreche vom Fahrerballast plus den Fahrer und den Balance of Performance Ballast. Mhm. Kann man so ungefähr sagen, 25 Kilo mehr oder weniger, was das hier so in Rundenzeit ist? 25 Kilo sind hier ziemlich genau so 3,5 Zehntel. Boah, doch schon so viel für 25 ja. Kilo? Ja. Okay, das ist natürlich schon viel da, ne? Cool. Was an so einem Auto muss nach einem Rennwochenende alles neu gemacht werden? Also klar, Reifen, Bremse, sowas ist eh klar, aber sonst... Ich glaube an, also was da sehr fragil ist, sind diese ganzen Teile hier auch im Heckbereich. Wenn ein Fahrer Kontakt hat, mhm, sind meistens die Teile betroffen oder mhm, im Heckbereich. Wenn man die Lamellen hier. Ja, ja, ja. Man sieht auch, dass diese Teile, wenn man sich jetzt diese Lamellen anschaut, die sind jetzt nicht aus Carbon ausgelegt, sondern ein günstigeres Material, weil das Kontaktteile sind. Heißt, so ein Teil muss ich öfter mal wechseln. Und natürlich muss ich mir den Unterboden anschauen. Mhm. Wir haben hier hohe Curbs, wo geht der Fahrer über die Curbs, was ja, wird am Unterboden beschädigt. Den Unterboden muss man reparieren, den Frontsplitter, den Heckdiffusor und sonst natürlich Bremse. Bremse ist ein Verschleißthema. Wir haben die Bremsbeläge und die Bremsscheiben. Die müssen wir für jedes Rennwochenende und auch mehrmals am Rennwochenende tauschen. Ne? Aber sonst so Sachen wie Radlager, Querlenker, Antriebswellen? Nein. Das fährt alles kühler, ist alles kein Problem. Das ist ein über Tausende von Kilometern und ja, da werden die dann erneuert. Das gleiche mit dem Motor, auch mit dem Getriebe. Nächste Frage für unsere Zuschauer immer. Ja. Angenommen, so ein Spoiler fällt mal ab auf einmal. Sollte nicht passieren. Da reden wir wahrscheinlich eher von 3, 4, 5 Sekunden, was so ein Auto sofort langsamer ist, oder? Die Balance wird komplett aus dem Fenster gebracht. Heißt, so ein Rennauto ist genau für den Rennfahrer, der es fährt, abgestimmt, dass die Vorderachse zur Hinterachse passt, dass ich ein relativ neutrales Fahrverhalten habe, kein Übersteuern, kein Untersteuern. Und wenn ich jetzt ein Auto komplett auf der Balance bringe, heißt eine schlechte Vorderachse, oder wenn ich den Spoiler entferne, eine schlechte Hinterachse, dann hat der Fahrer natürlich kein Vertrauen mehr ins Auto und kann auch nicht mehr den Speed gehen. Also da sprechen wir sofort von Sekunden. Wenn ich den Heckflügel jetzt wegnehme, bin ich sofort ein paar Sekunden langsamer. Und das heißt, jeder Fahrer hat seine eigene Einstellung. Das heißt nicht, dass alle vier Autos von euch genau gleich sind, sondern jeder so ein bisschen... Wir kommen mit einem relativ ähnlichen Basis-Setup an die Strecke, aber kennen natürlich schon die Vorlieben vom Fahrer. Das heißt, einer braucht ein bisschen bessere Vorderachse, der andere braucht eine stabilere Hinterachse. Da gibt es wirklich Nuancen, wie wir schon im Grundsetup Unterschiede einbauen, aber dann im Rennstreckenbetrieb und an der Rennstrecke im freien Training werden die Setups noch verfeinert. Heißt, auch am Rennwochenende gehen die Setups teilweise weit auseinander. Dürft ihr zwischen den Läufen an dem Auto, ich sag jetzt mal, weiter justieren und so weiter, oder gibt es irgendwann den Punkt, wo jetzt ist so, muss es jetzt bleiben? Nein, früher in der Class 1, da war es wirklich so, da hat man vom Qualifying bis zum Rennen hin hatten wir einen Tag Fermé, heißt, wir durften nichts ändern, es musste vor dem Qualifying das Team abstehen, mit dem musste ich dann auch ins Rennen fahren. Aber hier in der neuen DTM mit den GT3-Fahrzeugen können wir auch die Setups ändern. Heißt, ich packe mein Qualifying-Setup drauf, fahre das Qualifying und dann im Rennbetrieb natürlich, je nachdem, habe ich ein Auto, da baut die Vorderachse mehr ab oder ein Auto baut die Hinterachse mehr ab. Dann packe ich mein Setup so an, dass ich den Reifen, der am meisten abbaut, schone über die Distanz. Und dürfte auch während des Boxenstopps schneller am Spoiler zum Beispiel was erstellt werden? Nein, das gab es früher. Also Setup-Änderungen sind generell nicht erlaubt beim Boxenstopp. Heißt, ich darf auch meine Fronthaube und Heckhaube nicht abnehmen. Früher in der Class 1 durfte man den Heckflügel verstellen. Das war das Einzige, was erlaubt war. Jetzt beim Boxenstopp Räder wechseln und wieder raus. Ja, geil. Letzte Frage nur noch. Ja. Die Konkurrenzteams haben ja teilweise Mercedes-Motor vorne zum Beispiel. Ja. Wie seht ihr selber den R8 im Vergleich zu den anderen Autos? Ist das ungefähr ausgeglichene Summe alles oder habt ihr einen Vorteil, Nachteil, streckenabhängig? Jedes Auto hat auf verschiedenen Strecken oder Streckenabschnitten Vor- und Nachteile. Mhm. Und das ist konzeptionell bedingt. Ich habe einen BMW mit Frontmotor, ich habe einen Mercedes mit Frontmotor. Dann kommt aber auch noch dazu, dass ein BMW und ein Ferrari, die haben einen Turbomotor. Ein Mercedes hat einen Saugmotor, wir haben einen Saugmotor. Und diese Vor- und Nachteile auf verschiedenen Streckenabschnitten. Dafür ist die Balance of Performance da, dass man rundenzeitneutral alle Fahrzeugkonzepte auf ein Niveau bringt. Aber ich muss natürlich sagen, so ein R8 mit einem relativ kurzen Radstand verglichen zu einem BMW, was eher wie ein Schiff wird,
hat natürlich in engen Kurven Vorteile. Mhm. Ich komme aus so einer engen Kurve, weil ich eine bessere Rotation habe, auch besser raus. Mhm. Und das muss der BMW auf den Geraden wieder wettmachen. Mhm. Heißt, der BMW zum Beispiel ist auf der Geraden sehr schnell, hat auch ein unglaubliches Drehmoment mit dem Turbomotor. Deswegen, wenn wir hinter einem BMW oder einem Ferrari hängen, tun wir uns relativ schwer zu überholen. Mhm. Heißt, wir müssen mit unserem Auto immer schauen, dass wir relativ frei fahren können, unsere Rundenzeiten abliefern können und so schauen, dass wir virtuell nicht hinter einem BMW oder Ferrari hängen bleiben. Das heißt, da wird schon viel gemacht, dass die Autos am Ende möglichst gleich sind, damit es für den Zuschauer spannend ist. Von der Rundenzeit ja. Also es wird versucht, die wirklich mit der Balance of Performance zu tarieren, dass wir alle imstande sind, die ähnlichen Rundenzeiten zu fahren. Aber wo die Rundenzeit zustande kommt, mhm. Da ist der Unterschied. Genau. Das heißt, das eine Auto kann im ersten Bereich schneller sein, dafür im zweiten langsamer und andersrum, ne? Genau. Oder auf der Bremse einen Vorteil haben, dafür beschleunigt das andere Auto besser. Ja. Ein Auto ist in den engen Ecken schneller, dafür ist das andere, weil es mehr Grundflächen hat, vom Abtriebsniveau höher und in den schnellen Ecken besser. So kommt ja. Eine Rundenzeit auf unterschiedlichen Wegen zustande. Okay, perfekt. Ich würde sagen, vielen, vielen Dank für die ja. Worte. Konnten wir unseren Zuschauern einen kleinen Einblick bringen. Ich drücke für morgen die Daumen. Dankeschön, vielen Dank. Und wir gucken jetzt mal weiter, bitte. Viel Spaß. Danke. Ciao. Also, gleich geht's los. Startaufstellung. DTM Hockenheimring. Bin gespannt. Habe ich so auch noch nicht mitgemacht. Wir können tatsächlich einmal durchlaufen und gucken uns das Ganze mal an. Ich vermute mal, das wird natürlich alles ziemlich eng sein. An die Fahrer werden wir gar nicht erst rankommen. Aber was zu gucken gibt's auf jeden Fall. Also los. Zum Rahmenprogramm der DTM gehören auch noch die Tourenwagen-Legenden. Extrem cool, das sind wirklich die alten Autos aus den 90ern, die immer noch intakt gehalten werden. Ich will nicht wissen, was das Ganze kostet, weil die werden hier wirklich im Rennbetrieb weiter bewegt. Schlägt mein Herz sogar fast noch mehr für als für die aktuellen Autos, weil ja, es war damals einfach eine andere Zeit. Es war wirklich alles Ford, egal ob Ford, Opel, Mercedes, BMW, die ganzen alten Autos waren alle am Start. Kurz dazu, man liest ja ganz oft im Internet, dass die aktuellen DTM-Autos nichts mehr mit irgendwelchen Straßenautos zu tun haben. Ich habe eben gerade ein, zwei, drei Mercedes von damals im Fahrerlager hinten gesehen. Die haben ehrlich gesagt auch nicht mehr viel mit den Straßenautos von damals zu tun, weil solche riesen Carbon-Airboxen, Bremsbelüftung, Klappen, um die Luft zu leiten, also das war damals schon wirklich feinste Technik, ne? Ja, mit diesen Worten würde ich sagen, verabschieden wir uns von dem DTM-Wochenende im Hockenheimring. Es wird noch fleißig gefahren. War mega cool. Mega geil, hat Spaß gemacht. Wir haben mal was ganz Neues wieder gesehen. Ich hoffe, wir konnten euch das ein bisschen rüberbringen. Bin wirklich froh, die Drift Brothers kennengelernt zu haben. Da kommt bestimmt auch noch mal was. Und ja, nochmal vielen Dank an Auto Hero für diese Einladung. Wenn ihr vielleicht doch euer Auto online kaufen möchtet, dann guckt da einfach mal vorbei, www.autohero.de. Und ich würde sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.